Ja, ihr Lieben, da sind wir schon wieder. Ungewöhnliche Zeiten erfordern manchmal ungewöhnliche Maßnahmen. Wir melden uns hier mit einem weiteren kurzen Zwischenruf. Es geht natürlich um die Streikaktionen morgen in Deutschland und um Deutschland herum. Und Andreas, du hast gerade von einem guten Bekannten, der im Innendienst der Polizei in Deutschland arbeitet, einen wichtigen Hinweis erhalten und den möchten wir auch gerne an euch weitergeben. Ja, vor allem auch aus dem Grunde, weil wir sehen, dass da doch Gefahren natürlich auftreten könnten und wir noch einmal ganz deutlich sagen möchten, bitte unbedingt friedlich zu bleiben. Also wir haben gerade mitbekommen, dass die Polizei offenbar massiv aufrüstet. Ich habe gerade mitbekommen, dass sämtliche Reserven mobilisiert werden. Die stillen Reserven der Hundertschaften werden auch aktiviert. Das sind auch die Gruppen, die teilweise recht aggressiv aufgefallen sind im Rahmen der Mikrobenproteste. Also alles, was uniformiert ist, wird morgen im Einsatz sein. Und man hat noch um Freiwillige gebeten, die das verstärken soll. Was das sein soll, weiß ich auch nicht. Kabelbinder zum Festhalten von Personen als Handschellenersatz und so weiter. Also die werden in Massen vorbereitet. Also man ist schon vorbereitet, weil offenbar immer mehr Menschen erkennen, dass es eben nicht darum geht, dass es ein reiner Bauernprotest ist, sondern es geht um die Abschaffung der Bauernbetriebe, der bäuerlichen Betriebe, auch durch die WHO. Das ist ja quasi ein Mordanschlag gegen eine gesamte Berufsgruppe und damit natürlich auch gegen alle Menschen, die dann eben halt industriell nur noch ernährt werden sollen. Das kommt immer mehr an die Oberfläche und ich glaube, das wird den Politikern langsam immer klarer. Den Politikern vielleicht, aber vor allem vielen Menschen. Und das, was du gesagt hast, das möchte ich einfach noch mal verstärken und bekräftigen. Wer immer von euch in den nächsten Tagen auf den Straßen unterwegs ist und sich an diesem Streik beteiligt, der möge dies in aller Friedlichkeit und in aller Ruhe und in Freundlichkeit tun. Natürlich auch mit Nachdruck und mit einer geistigen, kühnen Angriffslust, aber bitte keine körperlichen Angriffe, schon gar keine Gewalt, keine Beleidigungen, nichts dergleichen. Wenn wir Frieden haben wollen auf dieser Erde, müssen wir einzeln anfangen, diesen Frieden vorzuleben. Genau, und wir müssen uns immer klar machen, dass hier mit zweierlei Maß vom System gemessen wird. Wenn es eine linksgerichtete Organisation gegen den sogenannten Klimawandel wäre, den man den Menschen vorwirft, wäre die Situation eine andere. Aber hier geht es um aufgewachte Menschen, die sagen, wir spielen nicht mehr mit. In Frieden bleiben, aber mit Rückgrat ganz klar bei der Sache und auf keinen Fall natürlich auch aufgeben, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man das nicht darf jetzt. Das ist natürlich die demokratische Grundordnung, die hier vertreten werden darf. Wir wünschen allen Landwirten, Bauern, allen weiter streikenden Brummifahrern, Spediteuren, Gastronomiemitarbeiter, Pflegediensten, Ärzten und so weiter Glück, Erfolg, gesunden Widerstand und wir hoffen, dass das Ergebnis, das am Ende dabei herauskommt, wirklich hilft, die Welt besser zu machen. Danke dir, Andreas. Gern.